Ja, hey, ich bin Marius von der SAV hier in Friedrichshain und Kreuzberg. Ich sage natürlich auch Danke an alle, die heute hier sind. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, als Seebrücke ist dieses Bündnis auch irgendwie ein bisschen mehr als Seehofer und Merkel. Und wir haben auch ein bisschen mehr drauf als diese sogenannten Persönlichkeiten. Und wir können auch ein bisschen Selbstkritik an den Tag legen. Und natürlich müssen wir festhalten, es ist super wichtig, dass heute hier dieses Signal auch im Görlitzer Park irgendwie an die große Politik in der Bundesrepublik und in der EU ausgesendet wird. Aber wir müssen klar sagen, mit diesen 100 Leuten, die hier heute sind, werden wir nicht das erreichen, was so bitter nötig ist und was wir uns eigentlich vorstellen. Auch mit der riesigen Demonstration vor ein paar Wochen mit 12.000 Menschen in Berlin, das war ein super Zeichen, aber wir müssen mehr werden. Wir brauchen die Zehntausenden, die Hunderttausenden und ich sage die Millionen auf den Straßen. Ansonsten wird sich nichts verändern, denn wenn wir es nicht machen, macht es keiner, liebe Freundinnen und Freunde. Was wir aktuell in der Politik sehen, ist ein einzigartiges, enthumanisierendes Drama, was in dieser Form eigentlich noch nie so Wirklichkeit war. Wir lesen in Zeitungen, in der ganzen bürgerlichen Presse, dass es irgendwie Pro und Contra gibt, ob man Menschen vor ihrem sicheren Tod im Mittelmeer retten sollte oder nicht. In der Zeit war zu lesen, welche Argumente es dafür gäbe, welche Argumente es dagegen gäbe und welche Bedingungen irgendwie existieren könnten, die Seenotrettung nicht mehr legitim machen. Ich finde das einfach nur pervers und kann allen Redakteurinnen und Redakteuren und allen Journalistinnen und Journalisten, die irgendwie versuchen, auf diese Art und Weise mitzumachen, mit der Kriminalisierung und der Diffamierung von Seenotrettung, das ist schändlich, das hat mit Menschlichkeit nichts zu tun, das müssen wir ablehnen und auch deshalb ist es so wichtig, dass wir in allen Städten in Deutschland, in Europa und überhaupt überall auf der Welt auf die Straße gehen und für sichere Häfen, für sichere Fluchtwege und gegen eine Kriminalisierung von Seenotrettung auf die Straße gehen. Wir haben ja jetzt in den letzten Tagen ein bisschen was von Sarah Wagenknecht und ihrer Sammlungsbewegung gehört. Und da müssen wir natürlich gucken, welche Parteien könnten in den Parlamenten irgendwie für unsere Interessen kämpfen. Da ist natürlich die eher links stehenden Parteien da, wo man hingucken muss, da, wo man vielleicht auch ansetzen und intervenieren muss, um das in die richtige Richtung zu bringen. Aber wenn wir uns anschauen, was Sarah Wagenknecht in ihrer Sammlungsbewegung da veranstalten will, dann müssen wir sagen, das hat nichts mit dem zu tun, wofür wir stehen. Das hat nichts damit zu tun, wofür Menschen hier und heute auf die Straßen gehen, wofür sie am Montag in Potsdam um 17 Uhr bei einer großen Seebrückendemonstration auf die Straße gehen werden. Das ist ein weichgespültes und in keiner Form pro geflüchteten Programm. Das ist ein Programm, was repressiv und auch nicht linksgewandte Kräfte in dieser Gesellschaft ansprechen soll. Und um es auch mal ganz klar zu sagen, wenn Sarah Wagenknecht von ihrer sogenannten Sammlungsbewegung spricht, dann müssen wir wirklich dieses sogenannte mit mehr und mehr betonen, denn eine Bewegung ist etwas, was von unten entsteht, was die Menschen auf die Straße tragen, was Menschen bewegt, dafür leben sie, dafür kämpfen sie, sie wachen morgens auf und denken vor ihrem geistigen Auge, wie eine andere Welt aussehen könnte, sie organisieren sich, sie vernetzen sich, sie gehen auf die Straße und kämpfen gemeinsam dafür, dass diese Welt ein anderer Ort wird. Das ist eine Bewegung und nicht das, was Sarah Wagenknecht irgendwie will, dass sich hinter repressiv-autoritären Persönlichkeiten irgendwelche Leute versammeln. Das, was Sarah Wagenknecht da auf die Bühne gebracht hat und bringen will, hat nichts mit einer Bewegung zu tun. Das, was sich wirklich sammelt und wirklich bewegt, sind Bewegungen wie diese, wie die Seebrücke, wie die ganzen geflüchteten Initiativen, wo Menschen seit Jahren daran arbeiten, dass Menschen sich integrieren können. Das sind diejenigen, die tatsächlich etwas bewegen. Nicht Wagenknecht, nicht Merkel und auch kein Herr Seehofer. Darf ich da mal was zu sagen? Früher habe ich mich groß nicht als Anhänger von Frau Wagenknecht, Leute von rechts, wo die Welt haben, als geistesgestört, die sich untersuchen lassen haben. Und ich habe immer noch die Wut über diese Frau. Lass den Mann doch mal bitte erzählen. Entschuldigung. Ja. Alles gut. Alles gut. Kannst du auch gleich was sagen. Noch was zur Bewegung. Wenn wir uns die aktuelle Welt anschauen und auch die aktuelle Lage in Deutschland, dann müssen wir festhalten, keine Frau Merkel, kein Seehofer und auch kein Jens Spahn dieser Welt, kein Minister, keine Ministerin dieser Welt wird die Verhältnisse für uns verändern wollen. Schon gar nicht für geflüchtete Menschen. Spätestens seit 2016 verweigern sich alle Parteien, natürlich voran die AfD, aber genauso die CDU, genauso die CSU, genauso die FDP, die inzwischen die CSU recht überholt hat, als auch SPD und Grüne, die in den Landesregierungen mit massenhaft abschieben, all diese Parteien verweigern sich den Kampf für geflüchtete Menschen.
keine Ministerin, kein Minister und keine Partei dieser Welt wird die Verhältnisse für uns verändern wollen. Das müssen wir selbst tun und genau deshalb sind diese Bewegungen so verdammt wichtig. Und diese Bewegung, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen nochmal, muss auch eine Kritik an der EU üben. Denn das, was wir aktuell sehen, das hat nichts Erhaltenswertes, keinen Charakter von irgendwas, irgendwelchen Strukturen, die man irgendwie erhalten sollte, für die man kämpfen sollte. Wenn es jemals eine europäische Idee gab, dann ist sie spätestens jetzt tot. Das sehen wir daran, dass die EU inzwischen in Dänemark nach völkisch-rassistischen Kriterien an der Grenze kontrolliert. Dort wird geschaut, welche Augenfarbe hat der Autofahrer, der irgendwie einreisen will, welche Haarfarbe hat er und wenn das Ganze einem mitteleuropäischen Klischee nahe kommt, dann darf er einreisen und wenn das dem nicht nahe kommt, dann darf er nicht einreisen. Das ist nur ein Beispiel von unzähligen, die zeigen, wie sehr die europäische Idee zerstört wird. Und wenn wir sehen, dass Seenotrettung kriminalisiert wird, dass Menschen auf dem Mittelmeer ersaufen gelassen werden und dass die Menschen, die Menschen dort für ihren sicheren Tod bewahren wollen, mit Schleppern verglichen werden, dann ist das einfach nur kriminell, was diese EU macht. Und das hat mit einer gemeinschaftlichen, weltlichen, internationalistischen, europäischen Idee nichts zu tun. Und genau deshalb müssen wir auch die Institutionen Europäische Union und EU in Frage stellen und neue gemeinschaftliche, tatsächlich internationalistische und humane Strukturen aufbauen, die Menschen eben nicht ersaufen lassen, sondern ihnen helfen, auf dem Mittelmeer, genauso in den Ländern, wo sie herkommen, eben Waffenexporte ganz klar untersagen, dort keine interventionistischen Kriege führen, wie das auch die Bundeswehr beispielsweise in Mali tut. Und da müssen wir doch auch mal ganz klar sehen, dass sich Menschen auf den Weg machen, aus diesen schlimmen Verhältnissen, aus der Barbarei, aus Afrika oder auch aus anderen Ländern, beispielsweise Syrien, Afghanistan. Das hat ganz konkrete Ursachen hier in der bundesdeutschen Politik. Schauen wir uns Mali an. Dort wird verkauft, dass die Bundeswehr dort irgendwie stationiert wird, weil es um Demokratie ginge, weil es um Frauenrechte ginge. Aber das, was dort passiert, hat mit dem Einsatz für Frauenrechte, dem Einsatz für Demokratie nichts zu tun. Dort kämpfen deutsche Soldatinnen und Soldaten an der Seite von der französischen Armee um Rohstoffe, nämlich um die Uranvorkommen, die dort in Mali massenhaft gelagert sind. Die Menschen werden aus ihrer Heimat vertrieben. Sie werden weggebombt, wir haben das auch in anderen Orten, Afghanistan, Kunduz gesehen und selbstverständlich müssen sie sich dann auf den Weg machen. Wenn Seehofer, wenn Merkel und wenn auch all die anderen, die in diesen Tagen die Hetze gegen Geflüchtete betreiben, tatsächlich wollen, dass diese Menschen nicht fliehen müssen, dann fordere ich einen sofortigen Stopp dieser Waffenexporte, einen sofortigen Stopp der Auslandseinsätze der Bundeswehr und fordere humane und finanzielle Hilfe, die vor Ort tatsächlich Infrastruktur aufbaut, statt diese kriegerische Barbarei zu betreiben. Das hilft den Menschen tatsächlich. Und es wollen ja noch viele andere was sagen, hat man ja auch gerade gesehen, deshalb komme ich auch bald zum Schluss. Die ganze Zeit versucht die AfD und auch andere Parteien, CSU, Seehofer und so weiter, Merkel von rechts zu kritisieren. Merkel wird dargestellt als diejenige, die irgendwie für geflüchtete Menschen eintreten würde, die sich für diese Menschen stark machen würde, die vielleicht sogar eine humanistische, weltliche Idee vor Augen hat. Aber wir müssen doch ganz klar sehen und auch immer wieder in die Öffentlichkeit treten und klar machen, dem ist nicht so. Es ist nicht so, dass Merkel die Person ist, die irgendwie für geflüchtete Menschen gekämpft hat. Sie hat billige Arbeitskräfte gewittert. Und zwar zu Recht, sieht man ja, wie Geflüchtete aktuell ausgebeutet werden. Die haben kein Recht auf Mindestlohn, die haben kein Recht auf bestimmte ArbeitnehmerInnenstandards. Die können teilweise unbezahlt für anderthalb Monate arbeiten und danach wieder rausgeschmissen werden. Die werden ausgebeutet bis zum Gehtnichtmehr, ausgespielt gegen andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und da müssen wir ganz klar sehen, da hat Merkel nichts für diese Menschen getan. Und jetzt betreibt sie die gleiche Politik wie Höcke und andere das von der AfD fordern. Sie ist in den Niger gereist, hat dort Menschen die Hand geschüttelt, sich bei ihnen bedankt, weil sie an der Grenze kehrt gemacht haben und zurückgegangen sind in ihr Elend, wo sie herkommen, in Krieg, Barbarei und Ausbeutung. Das hat mit einer humanistischen Politik für Geflüchtete nichts zu tun. Und ich sage es nochmal klar, das, was Höcke und AfD predigen, wird von dieser Bundesregierung mehr und mehr umgesetzt. Und das müssen wir einfach klarstellen und in die Öffentlichkeit tragen. Wir müssen uns gegen Ankerzentren, gegen die Festung Europa stark machen und dahingehend linke Alternativen bieten, die tatsächlich sichere Fluchtwege für sichere Häfen und eine humanistische Welt schaffen, eine Welt in sozialer Gerechtigkeit statt Krieg und Barbarei. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass sich solche Bündnisse formieren und endlich eine Kritik von links üben, eine Kritik von links, die Merkel, Höcke,
und Seehofer gleichermaßen entlarvt. Wir brauchen eine Alternative zum Nationalismus, aber gleichzeitig auch eine Alternative zu diesem aktuell vorherrschenden System. Und diese Alternative heißt Seebrücke und die müssen wir uns weiterhin erkämpfen. Danke.